Unter normalen Bedingungen hinterlässt ein Laserpointer einen roten Fleck auf ein anvisiertes Ziel. Der Laser bündelt das Licht auf einen Fleck und strahlt nicht zur Seite ab. Daher ist er in der Luft nur dann sichtbar, wenn sich sein Licht in einem reflektierenden Zusatz bricht, etwa in den Partikeln des Nebels in einer Diskothek. Ähnlich verhält es sich bei Haarspray. Die farblose Substanz zeigt sich dem Betrachter erst in Verbindung mit Feuer. Und genau dieses Element ist auch für das optische Feuerwerk einer Wunderkerze zuständig. Anders als bei Feuer ist bei einem Laserstrahl die Wärmeenergie so gering, dass man den Strahl nicht spüren kann. Scharfschützen benutzen einen Laserpointer daher gerne, ihre Ziel zu erfassen. Das war eindeutig. Jemand ist hinter Sebastian her. Aber ohne die Gefahr zu sehen, kann er sie nicht einordnen. Denn wir Menschen verlassen uns zu 80% auf das, was unsere Augen uns mitteilen. Und das, obwohl unser Auge uns immer wieder Streiche spielt. Das Auto fährt eindeutig vorwärts, doch für den Betrachter der Felgen scheint es sich rückwärts zu bewegen. Was ist denn heute los? Verantwortlich dafür ist der stroboskopische Effekt, der mit der Trägheit des Sehens zu tun hat. Unser visuelles System hält eine Szene für etwa eine 15. Sekunde fest. Eine Autofelge besteht aus mehreren Speichen, die symmetrisch angeordnet sind. Je nach Fahrgeschwindigkeit sieht das Auge einen Stillstand, eine Vorwärts- oder eine Rückwärtsbewegung der Felge. Hier erleben wir wieder den stroboskopischen Effekt. Wir können hier aber ausführlicher betrachten, da die Turbine auf einer Stelle bleibt und sich letztendlich viel schneller dreht. Die Schaufeln der Turbine spielen für den Effekt dieselbe Rolle wie die Speichen beim Autorad. Je nach Drehgeschwindigkeit verändert sich unser Bild. Verschieben sich die Schaufeln langsamer oder genau alle 15. Sekunde, so sehen wir eine Rückwärtsbewegung. Wird die Turbine aber hochgefahren, so nimmt das Auge erst einen Stillstand wahr und dann eine deutliche Vorwärtsdrehung der Schaufeln. Interessanterweise wiederholt sich das Phänomen bei jeder weiteren Temperaturerhöhung. Die Wucht, die hinter einer rotierenden Turbine steckt, ist unglaublich gefährlich. Wie die Klinge eines Schwerts sind auch die einzelnen Schaufeln dazu in der Lage, alles, was ihnen in die Quere kommt, zu zerfetzen. Das Auge eines Menschen hat eine weitere Eigenheit. Es nimmt Objekte zwar über eine große Entfernung scharf wahr, allerdings verschlechtert sich die Sehqualität mit der Geschwindigkeit des Gegenstandes. Sonst hätte Sebastian die Kugel vielleicht kommen sehen. Aber genützt hätte es ihm vermutlich trotzdem nichts. Oh Scheiße, das ist weh! Er schießt ihn auf mich! Da sind Sie bitte ruhig! Ich kümmere mich um Sie! Den Schuss einer Hightech-Waffe kann unser Auge unter Umständen zwar erfassen, aber die sensomotorische Reaktion ist zu langsam für ein Ausweichmanöver. Wir haben nur 0,2 Sekunden, um zu reagieren. In dieser Zeit liegt die Kugel etwa 200 Meter zurück. Was das für Folgen haben kann, wird hier deutlich. Oh Mann, was ist für ein Albtraum. Zum Glück, das geht dem jungen Mann wieder gut. Am Samstagnachmittag wurde Sebastian M. Opfer eines Querschlägers. Am Münchner Flughafen wurde der 29-Jährige versehentlich von einer Kugel am Oberarm getroffen. Glücklicherweise war ein weiterer Passagier Augenarzt und konnte erste Hilfe leisten. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Fest steht, dass Sebastian M. nicht das Ziel des Anschlags war. Das menschliche Auge ist außergewöhnlich leistungsfähig. Wir erhalten von ihm alle nötigen Informationen, um unsere Umwelt zu erfassen. Das ermöglicht uns eine freie Bewegung im Raum. Aber auch unser Auge kommt an seine Grenzen. Der Morgen von Sebastian hat eindeutig gezeigt, wie wichtig die Augen für uns sind, auch wenn sie uns nicht vor allen Gefahren schützen können.